So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Super Mario Maker 2. Zum einen könnten wir gucken, was an neuen Leveln da ist. Zum anderen habe ich aber auch wieder Kommentare. Allerdings alles Kommentare, die jetzt nicht auf eigene Level abzielen, sondern die mir einfach Level empfehlen. Der Chosen hat zum Beispiel geschrieben, der Aggressor hat auf Twitter geschrieben und jetzt kann ich den Namen da nicht mehr lesen, aber ich habe mir aufgeschrieben, es ist bei Part 10 ein Kommentar. Einen Moment. Das habe ich mir anders vorgestellt. Okay, wir machen erstmal das von Aggressor. So, Aggressor schreibt ein YXLD4C. Ich weiß gerade leider nicht mehr, was er dazu geschrieben hatte. Bei irgendeinem hat er nämlich geschrieben, das ist irgendwas total Schwieriges und das ist einfach nur irgendwie praktisch einfach nur aus Fun, dass ich das mal spielen soll, mal mir angucken soll, den Anfang oder irgendwie sowas. Weiß jetzt gerade nicht, welcher das war oder ob ich mir den überhaupt dann aufgeschrieben habe oder ob ich den direkt ad acta gelegt habe. Jedenfalls sehen wir das ja eher in den Raten auch, ob das was Machbares ist oder nicht. Boah, ich kann schon mal eintippen. Gut. 1-1, aber mit einem Twist. Gut. Das wird wohl dann das sein, was man sich nur mal kurz angucken sollte. Schauen wir doch mal, wo der Twist liegt. Das war dieses Level? Okay. Ja, nee, ist in Ordnung. Alles klar. Das ging schnell. Den Code kann ich gleich mal wieder durchstreichen. Oh, wow. So. Nein. Okay. Aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. So, das sieht doch schon anders aus. Trust Coins, Ignore Arrows. Okay, also trusten wir Arrows und ignoren. Keine Ahnung. Mal gucken. Was wir tun sollten. Ah! Trust Coins, Ignore. Ah! Verstanden. Oh, das macht komische Dinge mit dem Kopf. Oh mein Gott. Ich mag die Idee sehr. Ja, das war jetzt einfach wieder dumm von mir. Das hätte funktioniert, wenn ich, Achso. Man muss auch noch ein bisschen was können. Es reicht nicht nur zu vertrauen. Man sollte einmal im richtigen Moment abspringen können. Dann funktioniert die Geschichte auch. Oh Gott, ist das genial, ne? Und ich schaffe den Sprung nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Wieso sterben Leute hinter dem Ziel? Weil sie in der Zeit drüber springen. Dann schaffen sie es nicht mehr rechtzeitig zurück. Oh, wie bitter ist das denn? Ich krieg den. Geh gleich zum Augenarzt, ey. So, aber man muss doch einfach laufen. Wieso springen denn Leute darüber? Wieso springen denn Leute da runter? Was? Warum? Und warum bin ich?
789 Millisekunden. Was? Wie? Wie? Muss ich. An welcher Stelle habe ich Zeit verloren? Schneller geht's doch nicht. Wie soll das denn noch schneller gehen? Der muss irgendeine Kleinigkeit, eine ganz kleine Kleinigkeit anders gemacht haben. Okay, einmal noch. Wenn es ein kleiner Sprung ist, keine Ahnung. Oder zwischendurch springen, ist man dann schneller? Ist auch nicht so, ne? Haut nicht hin. Ich werde wieder meine 812 haben. Ja, ich werde wieder meine 812 haben. Wo kann ich denn da noch... nochmal zusätzlich... Ja, wieder die 812. Wie komme ich denn an die 789 ran? Wo hat der... Vielleicht da? Dass er den Sprung direkt genommen hat? Schneller geht's nicht. Keine Ahnung, wie man da noch eine Millisekunde rausholen kann. Ha! Ja, dann nicht. Okay, so. Johnson hat kommentiert bei Part 24. Moment. Kann ich hier die Kommentare filtern so? Nein. Moment. Wir haben das gleich. Dann machen wir das so. Da ist er. Hab gerade dieses Level gesehen und dachte, dass du es auch mal sehen sollst. Ist womöglich das schlechte, schlimmste Level, was man sich so vorstellen kann, aber man sollte es doch mal gesehen haben. Oh! Es ist der Code vom Aggressor, vom ersten Aggressor-Level. Gut, damit hat sich das geklärt. Okay, anscheinend ging das gerade durch die Decke, dieses Level, ja? Alles klar. Ah, deswegen dachte ich, das hatte dann Chosen dazu geschrieben. Okay. So, und jetzt hat er noch geschrieben, zwei Level, die tatsächlich Spaß machen könnten. 512S2KXXG. 512S2KXXG. Plop, plop. Plop, plop. So, Moment. Wo ist meine Aufnahme eigentlich hin? Ich muss auf die Zeit gucken. 8 Minuten, alles klar. Party Minigame, Shy Guy Says. Okay, wir spielen also nicht Simon Says, sondern wir spielen Shy Guy Says. Na dann gucken wir doch mal. Was der Simon, Shy Guy so sagt. Ah, sehr Goomba-Sess. Also, jetzt da, hä? Und dann... Oder muss ich mir das vorher angucken? Nicht, hier sehe ich nichts. Ich sehe, jetzt kommt der Eisblock und dann kommen die zwei hier. Ja, gut. Jetzt kommt die Wolke und dann kommen die zwei hier. Jetzt kommt das und dann sind die wieder in der Mitte. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay, jetzt muss ich mich da auf die Farbe. Also man muss immer erst... Ach, da unten sind die. Ja, gut. Da unten sind... Jetzt sehe ich das.
Da, ich muss dort und dorthin, wenn die Dings auftauchen. Jetzt, ja, jetzt habe ich das verstanden. Da unten sind die Symbole. Hier Schuh, beim Schuh gehe ich hier hin, bei dem gehe ich hier hin, bei der Wolke gehe ich hier. Oh mein Gott. So, also Mitte, dann, wow, es war der Eisblock. Dann kam die Wolke. Dann kam wieder die Mitte. So, dann kam als erstes der grüne Schuh. Dann kam der rote Schuh. Dann kommt schon die Wolke. Dann habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Dann kam das hier. Jetzt kommt wieder der grüne Schuh. Jetzt kommt wieder der rote Schuh. Dann kommt wieder die Wolke. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Rot oder grün? Keine Ahnung. Jo, was? Ah, rote Pilze, Münzen. Ach so. Ach, okay, verstanden. Das ist die Farbe von den Dingern. Okay. Boah, es geht ganz schön fix, ne? Okay. Aber woher weiß ich denn, wo ich hin muss? Yo! Nützt mir jetzt überhaupt nichts, weil ich keinen Dings spiele, aber sonst wäre es cool. Ach, da kann man stehen. Ah, ich dachte jetzt irgendwie, hä? Aber gut. Die Farbe habe ich nämlich erkannt, aber ich dachte nicht, dass man da stehen kann. Kann es sein, dass hier irgendwas gerade kaputt gegangen ist, weil der den nicht gekillt hat? Oder gehe ich einfach weiter? Ich bin irritiert. Hä? Guten Morgen. So. Nützt überhaupt nichts, aber hey, warum nicht? Ich war irritiert. Grün. Rot. Münze. Wolke. Okay. Alles klar. Teilweise irritierend, aber von der Idee her auf jeden Fall cool. So, das zweite, was Chosen geschrieben hat, ist HJY. KR1. Y8G. So. Rette den Pilz. 72,47%. Ja, das wäre jetzt ja peinlich, hier öfter zu sterben. Retten wir mal den Pilz. Ach so. Ach, ich bin ja doof. Na. Hui.
Ja, da kann man tatsächlich nicht sterben, man kann sich nur ewig lange aufhalten. Was gibt das denn jetzt hier? Ist der nicht, aber... Ah, verstanden. Hier kommt irgendwas raus. Ja. Nein, bleib hier. Geh da drauf. Oh, wirklich? Jetzt habe ich den Dings da drauf gezogen, aber... Ah, warte, ich weiß, was ich tue. Geht das? Nein. Boah, die Teile irritieren voll. Ach, das gibt's doch nicht. Wo hängt denn der? Ach so! Das sehe ich ja jetzt erst. Das sind ja Blöcke drüber. Ja, das erklärt alles. Ja, jetzt, das habe ich nicht gesehen. Na. Ach, ich bin aber auch doof. Jetzt habe ich es verstanden. Ah, weil er in die Richtung. Ah. I see. So, und jetzt passt es nämlich. Jetzt fährt er nämlich nach da an die Wand. Genau. No! Frech! Das war frech. Ja, jetzt kommt der auch einmal wieder vorbei. So. Oh mein Gott. So, jetzt passt's aber. Jetzt geht er nach drüben und dann fährt er hier runter. So. Das war eine schwere Geburt. Hui, hui. So, jetzt hängen wir uns da rein. Dann lassen wir den los im richtigen Moment. Ich dachte, wir lassen den los im richtigen Moment. Oh mein Gott, der lässt zu bald los. Dankeschön. Ach so. Sterb gleich noch an der Zeit, weißt du? Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, hier zu sterben, an der Zeit. Ach so. Ah. Flop. Ah! Got it. Nice. Interessantes Level, ja. Durchaus. Durchaus ein interessantes Level. Gut. Sehr schön. Alles klar. So, und jetzt, wie gesagt, hat unter Part 10 wurde noch kommentiert. Und das war zeitlich aber nach... Das war so ein englischer. Ist das hier nach Kommentaren, nach Parts sortiert? Oder ist das nach Zeit sortiert? Das war so ein englischer Kommentar. Und ob der mich jetzt sieht, wenn ich das jetzt spiele oder nicht, ist mir völlig egal, aber ich will mir die Level auf jeden Fall mal angucken. Ha. Weg ist er. Moment, wir haben das gleich.
Hallo? Nein, das ist er nicht. Nein, das ist er auch nicht. Hä, ist der noch... Okay, ich gehe einfach auf meinen Part 10. Was soll denn der Quatsch? Ist der überhaupt noch da? So, hier ist Part 10. Wieso sehe ich den denn nicht? So, Achtung, nicht erschrecken. So. Hä, der ist weg. Hä? Der Kommentar ist weg. Hä? Okay, ich habe noch eine Alternative. Ich habe einen Alternativweg. Ich gehe einfach in meine E-Mail. Da, das sehe ich ja auch. Wo der Kommentar gepostet wurde. Und da habe ich dann ja auch die Übersicht. Oder war es Part 20 und ich kann meine Schrift nicht lesen? Das wäre natürlich doof. Warte, was ist das für eine Nummer? Ist das eine 10, die ich da geschrieben habe? Das sieht eigentlich aus wie eine 10, die ich da aufgeschrieben habe. Das ist alles altes Zeug. Das kenne ich schon. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch diesen Kommentar gesehen. Ich bin gerade doof. Nein. Wir haben das gleich. Wir haben das gleich. Alles Quatsch hier. Alles Quatsch hier. Nee, dann. Dann ist er weg. Hätte ich doch wieder aufschreiben sollen, siehst du? Habe ich gedacht, ich mach's mal schlauer. Aber irgendwie. Ist der Kommentar. Hä? Aber der muss doch zumindest in den E-Mails noch als Dings sein. Also, sowas verstehe ich jetzt wieder nicht, ne? Aber was soll's. Ja, dann gibt's den halt nicht. Tut mir leid, habe ich jetzt wieder 2-3 Minuten hier Quatsch gemacht. Ne, finde den nicht. Ich habe hier großmächtig die 10 aufgeschrieben. Und Name habe ich geschrieben Esalika, keine Ahnung. Kann ich nicht lesen. Hätte ich doch wieder den Code. Also, naja, gut, ist ärgerlich. Kann ich nichts machen. Vielleicht hat er so viel gespammt, dass YouTube ihn entfernt hat. Aber dann müsste doch trotzdem die E-Mail da sein vom Kommentar, der geschrieben wurde. Ich bin sowas verwirrt mich. Jetzt gehe ich mal kurz hier das durch. An der Seite meine Glocke. Wenn ich mal kurz meine Glocke hier durchgehe. Aber da ist er auch nicht mehr. Ha! Faszinierend. Also wirklich faszinierend. Ist einfach nicht mehr da. Alles Mögliche ist noch da. Jeder Quatsch, aber nicht der. Da! Nee. Ich bin einfach komplett durch. Ich bin einfach komplett durch. Das ist jetzt viel zu weit runter. Das ist viel zu alt. Nein, er ist nicht da, Conan. Beruhig dich. Du wirst den Kommentar nicht mehr finden. Er ist weg. Aber ich habe nichts gemacht mit dem Kommentar. Ey, sowas verstehe ich immer nicht, ne?
Nein, er ist einfach weg. Gut, alles klar. Dann ist es auch egal. Entschuldigung. Das waren jetzt spannende letzte 5 Minuten. Ich schließe den Part hier trotzdem ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.